Heute haben wir RS3 8V sowie PKS 8S im Hause. Dafür präsentiere ich euch nach einer langen Entwicklungs- und intensiven Testphase unseren HF Series Ladeluftkühler. Alles dabei begann bei Nick in der Entwicklung. So, als allererstes wurde der originale Ladeluftkühler und die Front des TTRS gescannt. Und basierend auf diesen Scans haben wir ein 3D-Modell erstellt, welches man hier sieht. Es wurde der maximale Bauraum ausgenutzt, welches auch an den Abmessungen erkennbar ist. Zu den technischen Daten von unserem HF Series Ladeluftkühler im Vergleich zum OEM erkennt man optisch schon deutlich größer als der HF Series Kühler. In Zahlen gesprochen sind wir bei einer Tiefe von 8 cm der OEM Ladeluftkühler, 10 cm der HF Series Ladeluftkühler. Die Höhe bei OEM Ladeluftkühler beträgt 16 cm. Die Höhe bei unserem HF Series Ladeluftkühler beträgt 28 cm. Wodurch wir einen Volumenzuwachs von 3,7 Litern haben und dadurch erzielen wir eine mega gute Kühlwirkung im Volllastbereich. Um eine maximale Kühllastung zu erzielen, müssen wir das komplette Volumen des Ladeluftkühlers nutzen. Dies kann man hier erkennen anhand dieser 3D-Flow-Simulation, dass der Kühler strömungsoptimiert arbeitet und somit einen maximalen Luftdurchsatz bietet. Beim Thema Gegendruck sind wir im Vergleich zum originalen Ladeluftkühler nahezu identisch. Wir haben bei beiden Kühlern einen sehr geringen Gegendruck, welches sich auch in dieser CFM-Messung widerspiegelt. Beim OEM-Kühler haben wir ca. 196 und beim H-Series-Ladeluftkühler 296 CFM. Das ist eine Steigerung von knapp 51% mehr Luftdurchsatz. Bei unseren intensiven Tests, die wir auf unserem Maha MSF 500 Prüfstand erzielt haben, haben wir festgestellt, wie wir euch gerade thermalbildtechnisch auch unten darstellen, dass der OEM-Ladeluftkühler durchgehend eine schöne rote Farbe hat. Der HF-Series-Ladeluftkühler, Eingangstemperatur schön rot, Ausgangstemperatur deutlich kühler wie der OEM-Ladeluftkühler ist. Eingangstemperatur bei beiden Ladeluftkühlern 144 Grad, Ausgangstemperatur OEM-Ladeluftkühler 88,5. HF-Series-Ladeluftkühler lediglich 42,5, wobei wir einen Unterschied erzielt haben von 46 Grad, was bedeutet, dass wir mit dem HF-Series-Ladeluftkühler deutlich bessere Leistung fahren können. Alles in allem spiegelt sich die strömungsoptimierte Konstruktion, das maximale Volumen und die bessere Kühlleistung in dem Leistungsdiagramm wieder. Dort konnten wir einen Drehmomentzuwachs und einen Leistungszuwachs erzielen. In Summe sind das 23 PS und 33 Newtonmeter. Das war's von mir, von Micha aus der Werkstatt. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Produkt. Auch von mir viel Spaß mit dem Produkt.